Servus Leute, Pestilli hat ein Interview mit Nikita geführt, dem Chef von Battlestate Games, Entwickler von Tarkov, wer es nicht weiß. Und es war wirklich umfangreich, fast 1,5 Stunden. Und er hat es schon ziemlich zusammengefasst, aber ich will euch in diesem Video mal meine Highlights rauspicken und das ein bisschen zusammenfassen. Viel Spaß! Pestilli hat sich hingesetzt und ein Interview mit Nikita geführt und das Ganze über ein paar Stunden in zwei Sessions und er hat vorher Fragen aus der Community zusammengetragen und die Nikita gestellt und es gab einen Haufen Infos und ja, ich habe mir das Ganze natürlich angeschaut, wenn ihr es selber schauen wollt, Link unten in der Description im ersten Comment, es sind fast 1,5 Stunden. Und ja, ich will es gar nicht nochmal anschauen, letzten Endes will ich bloß über die Timestamps gehen und ihr seht schon, Es sind viele. Also über die Themen, die gesprochen wurden. Einige sind wichtig, einige sind nicht so wichtig. Und ja, ich empfehle jedem, der interessiert ist an EFT, das komplett anzuschauen. War wirklich interessant und grundsätzlich sehr, sehr positiv, was da gesagt wurde. Schauen wir einfach mal rein. Also das erste große Thema war Communication und Transparency, also Kommunikation mit der Community. Und da wurde angesprochen, dass es ja immer Roadmaps gab, aber das dann nicht wirklich so umgesetzt wird. Und Nikita hat darauf geantwortet, dass sie halt auch immer wirklich viel zu tun haben und dass es dann hin und wieder anders kommt. Und er gelobt Besserung, bessere Kommunikation und wir werden auch wieder hier eine Roadmap bekommen. Dann neue Mechaniken bei 1.0 wurde angesprochen, also mit Release. Es war ein großes Thema. Es wurde viel über den Release gesprochen und für Battlestate Games und Nikita ist der Release im Moment das Thema Nummer 1. Und in dem ganzen Jahr, jetzt 2024, wird einfach ja, gepolished und auf den Release hingearbeitet. Ein großer Teil des Battlestate Games Teams arbeitet an Release-Sachen, die sie uns noch nicht preisgeben. Das heißt, dieses Jahr wird nicht so viel kommen, aber dann mit Release wird halt wieder mehr kommen. Also, die neuen Mechaniken wollte er nicht verraten, das werden wir später erfahren. Dann Open World und Map Connections. Die Maps werden verbunden. Open World, wenn überhaupt, später. So war da, glaube ich, der O-Ton. Vibes und Vibes mit Release und das Prestige-System. Es wird, wurde bestätigt, zwei Varianten geben. Eine Variante, die nicht gewiped wird, und eine Variante mit Seasons. Also Nikita hat wirklich das Wort Seasons verwendet. Und Seasons und das Prestige-System. Prestige-System ist so, man kann Sachen erreichen, Questen, Achievements, die man dann im, ja, über die Seasons hinaus behält, aber halt ja, kosmetischer Natur, Achievements, solche Sachen. Und es soll auch eine, hier die Storyline-Questline ist ein großes Topic gewesen. Und da wurde gesagt, man kann letzten Endes dann jede Season aus Tarkov escapen. Mit verschiedenen Endings, mit verschiedenen Enden. Wie Nikita gesagt hat, bin ich mal gespannt, wie das wird. In dem Zuge wurde auch über Terminal gesprochen. Das ist noch eine Map, die kommt. Die soll wohl rein PvE sein, wo dann so ja, Missionen, PvE-Missionen zu erledigen sind. Schauen wir mal, wie das wird. Hört sich echt gut an. Und dann, ja, so ist es mit 1.0 geplant. Und es hört sich so an, als ob es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres soweit ist. Dann mehr Trader, Arena Crossover. Es soll noch mindestens einen neuen Trader geben, der mit Arena zu tun hat. Und zwar soll man, wenn man Arena gespielt hat, da irgendwie Belohnungen über diesen Trader bekommen. Und es ist auch so eine große Sache, an der sie arbeiten, dass Arena und Tarkov verbunden werden. Dann die neue Terminal Map, habe ich gerade schon erwähnt, soll kommen mit Release, so wie ich das verstanden habe. Und es soll halt eine PvE-Map sein, also da soll es keine anderen Spieler geben, was wirklich ein interessantes Konzept ist. Und sozusagen auch so eine Endgame-Map ist, also man kann da wahrscheinlich nicht von Anfang an drauf so... So deute ich das. Dann Clans und Alliances, also soll als DLC kommen. Clans und ja, dass man halt so Gruppenaktivitäten haben kann. Es soll spezielle Bereiche im Hideout geben, wo man dann mit seinen Clanmates, mit seiner Allianz sich treffen kann. Aber das soll erst nach Release kommen. Suspicious State und Defibrillator, weiß ich gar nicht mehr genau, war nicht so wichtig. Lockpicking soll kommen. Sie haben eigentlich schon alles ready, hat er gesagt, aber es wäre einfach, das zu implementieren. Warum sie es nicht machen, ist nicht ganz klar. Dann das PMC-Karma-System soll kommen. Großes Topic. PMC-Karma, das heißt, man kann gut Karma gewinnen oder auch Karma verlieren. Und in dem Zuge soll ein Boss geaddet werden. Ein Bounty Hunter, ein Kopfgeldjäger, der PMCs jagt mit schlechtem Karma. Und als Beispiel wurde genannt, Leute, die zu viel in Büschen um den Exit campen, kriegen schlechtes Karma und werden dann irgendwann vom Kopfgeldjäger gejagt. Aber es wird noch andere Mechaniken geben und wie das genau aussieht. Aber es wird sowas geben, dass sie halt ja gegen Exit Camper vorgehen. Finde ich eine gute Sache. Auch eine sehr gute Idee. Wäre ich selber auf die Schnelle gar nicht drauf gekommen. Dann natürlich das Unity Update. Das Unity Update, große Sache für viele. Es wird kommen dieses Jahr. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Mein Tipp ist nächster Vibe, aber mal schauen, ob es wirklich so weit kommt. Sie wollen es auf jeden Fall vor Release testen, deswegen ja, wäre der nächste Vibe eigentlich schon eine gute Idee. Und
Nikita hat gesagt, es ist nicht der große Performance-Sprung, aber es bringt halt den Entwicklern selber einen Haufen Tools und sowas. Und ja, groß ins Detail gehen kann ich da jetzt auch nicht, aber es wird auf jeden Fall eine Verbesserung sein und man kann mit Performance-Verbesserungen rechnen. Es wird nicht dieser extrem große Sprung sein. Also, so hat er es gesagt. Mal schauen, wie es dann wirklich wird. Microtransactions, es wird noch mehr Klamotten geben, das hat er da explizit gesagt. Und wird die Edge of Darkness Edition wieder zurückkommen? Ja, es wird eine neue Version geben, eine bessere Version laut Nikita als EOD. Und den Gamma-Container kann man dann auch wieder käuflich erwerben. Und dann additional PMC-Slots für einen Account. Pestili hat vorgeschlagen, dass man doch mehrere Charaktere pro Account haben kann, anstatt immer zwei Accounts zu haben, wenn man mehrfach spielt und das Ganze für ja, den Aufpreis von dem Beispiel von $10, 10 Euro und Nikita ja, stand dem positiv gegenüber und hat auch gesagt, dass es nicht so schwer wäre, das zu implementieren. Dann natürlich Cheater-Issue, über die Cheater wurde gesprochen und Nikita hat da ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel zum Invasive Anti-Cheat, dass das gehen würde, aber dann die Performance von Tarkov extrem leiden würde und deshalb ja, das keine Sache ist. Phone Authentication läuft schon in einigen Bereichen, ich glaube in Asien, für EFT. Es bringt auch nicht so viel, weil das halt ja mit Telefonnummern kriegt man wohl relativ einfach her. Dann, wo sind wir? Ich verliere hier die Übersicht. Dann KD und Tanking Manipulations, da wurde drüber geredet, dass man Dinge hier reporten kann. Das ist gekommen im letzten Patch. Da ist einiges drin, was im letzten Patch dann schon gekommen ist, weil das Interview vorher geführt wurde. Dann, ob sie Cheat-Developer verklagen können, er hat gesagt, das ist ein wirklich langer Prozess, das auf legalem Weg zu tun. Also halt auf dem, ja, gerichtlichen Weg zu tun. Und sie sind in der Richtung aktiv, aber Details gab es dazu nicht. Killcam und Replay-System soll, glaube ich, noch kommen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Compensation-System für gebannte Cheater, nicht so interessant. Dann Post-Wipe-Progression und Achievements. Da gab es auch nicht. Das Kappa-Achievement fehlt. Das hat Pestili gesagt und das finde ich auch. Matchmaking-Changes, das sollte besser werden. Haben sie drüber gesprochen. Dann New Player Guides. Ja, haben sie jetzt angefangen, den Field Guide auf YouTube. Das sind YouTube-Videos und da gab es jetzt auch schon die erste Version. Kam auch jetzt einen Tag nach dem letzten Patch, glaube ich. Dann QOL, Better Sense Control, das ist von Arena, das übernehmen sie. Dann Ability to Start Crafts, also dass man craften kann, während man im Loading Screen ist. Es ist wohl nicht möglich, seinen Stash zu verändern, während man in einen Raid lädt. Deswegen war das der Vorschlag. Dann Stash Container Locking, okay, dass vielleicht der Container gelockt wird, dass er nicht mehr raus kann. Dann, Stash Container Locking, dass man im Stash hier Thick Item Case oder sowas locken kann, dass das beim Sort nicht verschoben wird. Dann Weather Information, dass man besser über das Wetter Bescheid weiß. Nikita hat sich da immer Notes gemacht, ne? Hat mitgeschrieben, was Pestili auch vorgeschlagen hat. Also er hat das wirklich ernst genommen. Und wird vielleicht einiges dann in Zukunft dann auch so umgesetzt und Sachen, die sie vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Also Pestili hat da wirklich versucht, der Community eine Stimme zu geben. Und das hat er auch ganz gut gemacht, finde ich. Dann Armor-System und Hitboxes. Armor-System und Hitboxen sind noch nicht fertig. Das wird nochmal verändert. Und Nikita hat auch gesagt, dass es nicht mehr so random ist, besser berechenbar in einem Fight. So waren, glaube ich, seine Worte. Dann Fragmentation wird entfernt. Recoil-Changes. Recoil-Changes hat Pestili vorgeschlagen. Nikita will nicht noch weniger gehen, insbesondere mit Head-Recoil, weil er meint, es ist schon sehr wenig. Also das wird wohl so bleiben. Inertia, Vorschlag von Pestili, Inertia. Insbesondere auf den niedrigen Levels ein bisschen zu reduzieren, wurde notiert. Dann Audio-Issues und Fixes. Nikita war sich bei Audio gar nicht so sicher. Er wusste die Fragen ja vorher selber nicht und ist nicht über alles hundertprozentig informiert. Bei Audio hat er deswegen dann, glaube ich, gar nicht so viel dazu gesagt. Die Changes zum Headset fällt auch unter Audio, selbe Antwort. Dann Boss-Spawn-Rates hat Pestili angesprochen, dass die insbesondere am Anfang vom Wipe ein Problem sind und ein Bottleneck, weil halt jeder diese Bosse dann braucht und sowas und die dann farmt und auch mit diesem Boss-Lag, dass man weiß, ob er da ist oder sowas, der wird gefixt im nächsten Patch, in einem der nächsten Patches. Also der ist dann bald weg. Und natürlich auch dieser Audio-Pop von Binaural Audio, wurde auch drüber geredet, wird auch gefixt. Und dann der Crouch-Walking-Bug, dass man leise Crouch-Walkt. Ich dachte immer, das wäre ein Feature, aber Nikita hat sich irgendwie so angehört, als ob es wirklich nicht gewollt ist. Für mich keine große Sache. Wird wohl auch geändert. Dann Packet Loss Exploit, genau, das ist der Boss-Spawn.
der Boss-Spawn-Exploit. Dann Player-Scavs sind zu früh auf Streets und auf Lighthouse, wurde genannt von Pestili, und das hat Nikita zur Kenntnis genommen. Dann über die Scav-Detection und wie Scavs schießen haben sie gesprochen, und Nikita hat das mal erklärt, dass es natürlich nicht pixelgenau geht, sondern dass halt jeder Busch zum Beispiel ein Oval ist und sowas und der Scav das so als Deckung sieht und dass das nicht immer hundertprozentig funktioniert. Aber sie sind da dran und verbessern das weiterhin. Dann Fog wurde angesprochen, also der Nebel über 100 Meter und so hat Pestili angekreidet, das wurde, glaube ich, notiert, genauso wie die Beleuchtung in Gebäuden. Das war noch bevor Interchange überholt wurde, glaube ich, die zweite Session. Also da war der Patch noch nicht draußen, Pestili wusste noch nichts davon, auf Interchange haben sie da ja schon einen guten Job gemacht. Und sie haben auch über die Beleuchtung geredet, dass das schwierig ist, mit der Unity Engine einfach so die globale Beleuchtung zu ändern und deswegen auch so Sachen wie Raytracing in Tarkov nicht umsetzbar sind, dass da einfach die Engine limitiert. Dann, es wurde sich gewünscht, Questlog für Labs. War wieder so eine Cheater-Sache von Leuten, die Labs spielen, dass halt unter Level 15 die Leute nicht auf Labs können. Ja, kein wichtiges Thema. Dann Plans für Lighthouse Expansion oder Changes. War auch nichts Großes, haben sie bloß 20 Sekunden drüber gesprochen. Dann ging der zweite Teil los. Wurde vorgeschlagen, dass die Scopes besser, ja, variablen Zoom bekommen sollen. Dann Hideout Cat kommt soon, aber nicht soon. Das wurde gesagt. Hall of Fame Capacitor für die Collector Quest, dass da alles reingeht, inklusive auch die Dr. Disrespect Armor und solche Sachen, die Pestili Maske natürlich. Dann Player Count Changes und sowas wurde vorgeschlagen von Pestili. Rusted Key sollte jetzt wieder spawnen. Dann Uneven Loot Distribution between Maps. Da kann ich nicht zustimmen. Hat Pestili gesagt, dass ja Streets den besten Loot hat und dass alle anderen Maps ein bisschen weniger haben. Finde ich gar nicht so. Also das, ja, empfinde ich definitiv nicht so. Ich finde persönlich, dass das Shoreline Resort der beste Loot Spot ist. Useless Hideout Crafts, dass man Ledex und sowas zu spät craften kann, hat sich Nikita notiert. Global Trader Limits wurde auch notiert. Dann der Blue Folder für die Lightkeeper Test, wurde darüber gesprochen, dass das natürlich im Moment ein richtiges Bottleneck ist. Loot Buff für Keeper, mehr Clothing Optionen, es sollen da Sachen kommen, die kaufbar sind, und ja, mehr Klamotten sollen kommen. Neue Waffen, neue Night Visions. Ja, es wurde sich von vielen wohl gewöhnt, die Möglichkeit zu rauchen. Wurde notiert, dann über Server wurde gesprochen, Private Server und Game Modes. Hat Nikita dazu gesagt, dass sowas immer so eine Sache ist, dass da halt jemand bei Battlestate Games das machen muss und dass das wieder zusätzliche Arbeit ist und sowas. So war da der O-Ton. Genauso hier In-Game-Events, dann Bear vs. USAC-Events, das sind so die Sachen, wo sie am Ende drüber gesprochen haben. Mehr Kultisten-Spawn-Rate und mehr Events mit den Kultisten, weil, ja, die sind ein Community-Favorite, würde ich sagen. Und da hat Pestili auch recht. Dann hier Technical Limitations. Hat Nikita darüber gesprochen, dass sie ja Tarkov angefangen haben zu entwickeln, ohne das Wissen, das sie jetzt haben. Und da am Beginn Fehler gemacht haben, die jetzt limitieren. Aber damit müssen sie jetzt leben. Es wurde so beschrieben, dass es, ja, es ist ein Schiff, das jetzt schwimmt. Und man kann das jetzt nicht, während es schwimmt, nochmal komplett umbauen. Also er hat, glaube ich, gesagt, man kann jetzt nicht hingehen und Tarkov ein halbes Jahr down nehmen und dann wieder neu starten. Es wurden halt, ja, im Grundgerüst von Tarkov Fehler gemacht, die man damals einfach noch nicht wusste und die jetzt der limitierende Faktor sind. Und deshalb dauert es auch öfters mal, dass bei Tarkov etwas umgesetzt ist, weil auch viel testen und sie immer mehr so, ja, kleine Subsystems, glaube ich, hat er gesagt, Nikita, drin haben, die dann mitgetestet würden und alles ineinander greifen. Und es wird immer komplizierter und deshalb dauert das Testen auch immer länger, falls ihr euch wundert, wenn es mal ein bisschen länger dauert, bis sie wieder irgendwas geändert haben. Dann Future Plans, ja, da Future Plans, es kommt ein Tarkov TV Podcast und da wird Nikita dann drüber sprechen. Er wollte das, glaube ich, nicht alles in diesem Interview preisgeben. Die API für Tarkov soll kommen. Es soll eine neue Fraktion kommen, bei der dann Bears den Vorteil haben. Russian Armed Forces, so rum. Und das war's mit diesem Interview. Und ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ich fand dieses Interview sehr, sehr positiv und es hört sich so an, als es wurden so Sachen gesagt wie, glaube ich, 12 DLCs hat Nikita erwähnt und sowas nach Release. Also es wird noch über Jahre weitergehen und eine wirklich gute Zukunft für Tarkov, wenn das so kommt, wovon ich ausgehe, weil Battlestate Games ist zwar langsam, aber sie setzen die Sachen um. Und ja, wie gesagt, haut es mir mal in die Comments, was ihr gut fand. Schaut euch das Video selber an, das komplette Interview. Ich kann es bloß empfehlen. Und das war meine Zusammenfassung und meine Highlights dazu. Ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt, ein Kommentar. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting down.